Ich vertraue darauf, dass diese Menschen immer wieder ihren Zaun verlassen, über den Zaun gehen und über sich hinauswachsen. Ich muss damit sehr vorsichtig umgehen. Hier versteckt sich das Misstrauen. Ich möchte Ihnen zu Beginn ein unwiderstehliches Angebot machen. Ich tausche diese 10 Euro gegen 5. 10 gegen 5. Habt ihr kein Geld dabei oder wie? Okay, Deal. Dankeschön. Gerne. Was denkt ihr denn alle, wenn euch jemand so ein Angebot macht? Verrückt? Bin ich nicht, keine Angst. Wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Genau. Wir suchen sofort, oder viele von uns suchen sofort, den berühmten Haken. Dieser Haken ist uns wie anerzogen. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute bei jeder Gelegenheit diesen Haken suchen. Und das tun sie leider auch in den Unternehmen. Das ist Thema meines kleinen Vortrags heute. Ich könnte darüber wahrscheinlich 13 Stunden am Stück erzählen, aber muss mich auf 20 Minuten begrenzen. Deswegen, um einen hohen Nutzwert für Sie zu machen, konzentriere ich mich nur auf zwei Aspekte des Themas Misstrauen. Ja, es versteckt sich hier in diesem Zaun. Dieser kleine Spielzeugzaun symbolisiert für mich immer die Regel, wenn ich zum Beispiel Vorstände, Geschäftsführer oder andere Unternehmer im Dialog berate, stelle ich immer in deren Zimmer diesen Zaun. Wer hat eine Idee, warum tue ich das? Visualisierung. Wie bitte? Visualisierung. Visualisierung. Was visualisiere ich damit? Was mache ich klar? So, es ist ganz simpel. Wenn wir uns mal in diesen Zaun stellen, nur dann, wenn wir diesen Zaun und wenn wir auch genau wissen, was sich in dem Zaun befindet, nämlich das Misstrauen oder übersetzt ins Unternehmerleben, die Regeln, die unsinnigen Regeln, vielen Regeln, die es in den Unternehmen gibt und die uns das Leben sehr, sehr schwer machen. Diese Regeln sind sehr schwer zu überwinden, weil sie teilweise über Jahrzehnte natürlich eingebürgert sind, gelebt sind und auch als gelebte Praxis verstanden werden. Allein die kleine Übung, mal aus diesem Zaun zu steigen, hilft vielen Leuten schon, ein neues Denken zu gewinnen. Es ist im Prinzip bei allen meinen Projekten, bei allen meinen Themen, wie ich Unternehmen berate oder betreue, es ist immer dieser kleine erste Schritt. Und wir sind hier ja auf dem Pathfinder Festival, das heißt, es gilt, neue Wege, neue Pfade zu finden. Und die alle werden wir nur finden, wenn wir auch über den Gartenzaun drüber steigen, wenn wir unsere eigene Komfortzone verlassen. Wie macht sich Misstrauen nun in den Unternehmen bemerkbar? Es ist immer sehr interessant für mich, wenn ich zu Unternehmen komme. Jedes Unternehmen hat nach wie vor natürlich Arbeitsverträge. Mein allererstes Projekt in jedem Unternehmen ist, ich schaffe die Arbeitsverträge ab und ersetze sie durch Vertrauensvereinbarungen. Das zweite Projekt, das ich mache, ist, ich schaffe Urlaubsregeln, Firmenwagenregelungen,
irgendwelche Überstundenregeln oder sonstige. Alles, was mit Regeln zu tun hat, schaffe ich einfach rigoros ab. Wie tue ich das? Ich baue meinen Schreibtisch immer bei dem jeweiligen Unternehmer, Geschäftsführer oder Vorstand direkt auf. Ich bin kein Berater. Wer mich bucht oder wer mit mir arbeitet, bekommt den Schreibtisch plus diesen Zaun ins Zimmer gestellt. Aus dieser Situation raus fange ich an, direkt mit diesen Menschen zu arbeiten. Wenn es zum Beispiel eine Aktiengesellschaft ist, lasse ich mir vom Aufsichtsrat eine Vollmacht geben, dass ich genauso viel entscheiden darf wie der Vorstand. Das ist mir zwar nur zweimal bisher gelungen, aber auf die zweimal bin ich stolz. Ja? So, wenn ich dann meinen Schreibtisch dort aufgebaut habe und meinen Gartenzaun, dann geht die eigentliche Arbeit los. Dann lasse ich meistens, schnappe ich mir irgendeine Abteilung, so ein bisschen kleinere, und erkläre den Leuten einfach ganz simpel, dass ich jetzt ihre Arbeitsverträge gerne aufkündigen möchte, ersetzen möchte und eine Vertrauensvereinbarung bilden möchte. Einige machen das nicht, ist aber okay für mich. Der Effekt ist aber, die es machen, haben anschließend tatsächlich ein anderes Arbeitsleben. Denn in so einer Vertrauensvereinbarung vereinbare ich zum Beispiel eine bestimmte Leistung, ein bestimmtes Ergebnis, aber ich vereinbare keine Zeit mehr. Also mich interessiert nicht der Zeiteinsatz dahin, mich interessiert, dass der Mensch an dem Ergebnis arbeitet. Ob er das 4 Stunden hochkonzentriert macht und effektiv und dann nach Hause geht zu seiner Familie, alles gut, kann er bei mir tun. Wenn er 8 Stunden macht, auch okay. Er entscheidet einfach schlicht selbst, wie er arbeitet und was er arbeitet. Genauso das Thema Urlaub. Ich gehe grundsätzlich immer davon aus, ich arbeite mit erwachsenen Menschen zusammen. Erwachsenen und auch reifen Menschen. Ich bin kein Kindergärtner vom Beruf. Ich möchte einfach mit jemandem vereinbaren und sagen, so, das ist das Ergebnis, das das Unternehmen braucht. Du teilst dich selber ein. Du bestimmst einfach schlicht selber. Ohne den Haken zu suchen, ohne irgendwas dahinter zu vermuten, bestimmst du, okay, ich mache 10 Tage Urlaub, ich mache 30, der andere macht eben 45 oder 50. Er bringt aber trotzdem sein Ergebnis bei. Alles wunderbar für mich. Die dritte Sache, die ich tue, ich schaffe radikal alles ab, was mit dem Thema Ideen und Ideenmanagement zu tun hat. Ich ersetze das durch einen sogenannten Ideenkapitaltopf, in den das Unternehmen Geld einbezahlt. Und mit meinem Erscheinen in der Firma bekommt jeder Mitarbeiter eine EC-Karte für diesen Ideenkapitaltopf. Und ich betone, jeder, auch die Reinigungspersonal, Damen oder Herren. Und jeder kann diesen Topf, wenn er eine Idee hat, sofort nützen. Es gibt kein Misstrauen. Manche werden jetzt vielleicht denken, okay, wenn ich als Unternehmen so einen Topf baue, ist zumindest immer die erste Frage, die ich gestellt bekomme, gibt es da auch Fälle, wo jemand dann mal irgendwie Geld entwendet hat? Ja, die gibt's. Habe ich tatsächlich live erlebt. Ist übrigens jemand, der in Barcelona dann verhaftet wurde. Ja, auch ganz spannend, weil wir heute ja schon hier Barcelona war, oder zumindest unten war Barcelona heute ein Thema. Natürlich gibt es die Fälle, aber es ist noch lange kein Grund für mich zu misstrauen. Sondern ich wandle das Misstrauen in Vertrauen um, weil von 100 Mitarbeitern eben 99 sehr ehrlich sind und sehr gut damit umgehen. Also macht es für mich mehr Sinn, meine Energie in diese Menschen zu stecken, als in den einen einzigen Fall,
der vielleicht Missbrauch betrieben hat. Für mich noch lange kein Grund, misstrauisch zu sein. Ja? Ich halte das Vertrauen einfach immer hoch und ich lebe das jeden Tag. Dieser Ideenkapitaltopf führt dazu, dass Menschen ganz schnell und auch unbürokratisch ihre Idee einfach umsetzen können. Sie müssen die Ideen nicht diskutieren mit niemand. Ja? Sie können sich selber ein Team aufbauen, Sie können sich selber Anwälte holen, Sie können sich selber, keine Ahnung, über die und die Themen informieren, um Ihre Idee nach vorne zu bringen und ins Leben zu bringen. Und der entscheidende Punkt ist, ich vertraue darauf und das mache ich auch jeden Tag klar und das bringe ich jeden Tag rüber. Ich vertraue darauf, dass diese Menschen immer wieder ihren Zaun verlassen und immer wieder ganz klar über den Zaun gehen und über sich hinauswachsen. So, und dazu brauche ich Führungskräfte, die nicht misstrauen. Weil die meisten Führungskräfte blockieren unheimlich viele Dinge in den Unternehmen. Einfach aufgrund der Tatsache, weil sie von Natur aus oder von ihrer Entwicklung und Erziehung übermisstrauisch oft schon erzogen sind. Das wirkt sich dann in unterschiedlichen Beispielen aus. Bei dem Projekt, wo ich aktuell unterwegs bin, ein großer deutscher Konzern, über 100.000 Mitarbeiter, passiert Folgendes, gibt es einen Bereichsleiter. Dieser Bereichsleiter sendet mit Absicht Menschen nicht auf Weiterbildungen, weil er der Tatsache schlicht misstraut und auch Angst davor hat, dass diese Leute dann besser werden als er. Alles live erlebt, mehrfach. Ja? Ein anderer wiederum gibt Aufgaben oder delegiert Aufgaben, es dauert aber keine 2 Minuten, misstraut er der Person schon, der er gerade die Aufgabe übergeben hat und verfällt in komplettes Mikromanagement. Ich habe ihn sogar erlebt, wie er auf dem Hausgang dieser Person hinterhergerannt ist. Ja? Ich kam gerade aus der Kantine und sehe ihn rennen. Dann habe ich mal gefragt, warum rennt er denn da und was macht er da? Und dann haben die mir gesagt, ja, immer wenn er delegiert, läuft er uns nach. Ja? Und dann erklärt er nochmal, wie er denn die Lösung will. Sie lachen und Sie denken, vielleicht ist das ein Einzelfall. Nein, ist es nicht. Allein in diesem Konzern könnte ich Ihnen 30 40 davon aufzählen, die das genau so tun. Deswegen heißt mein Vortrag ja auch Distrust Kills Culture. Sie kriegen keine vernünftige Unternehmenskultur hin, solange sie so viele Menschen haben, die einfach dem Misstrauen, ja, ich sag mal, einen hohen Stellenwert geben. Ja? Das interessante Thema ist, Sie spüren Misstrauen nicht. Misstrauen entsteht einfach, es ist da. Und jetzt passiert der interessante Effekt. Dieser Mensch zum Beispiel, den ich gerade beschrieben habe, er delegiert. Im selben Augenblick holt ihn sein eigenes Misstrauen ein und zwar sagt ihm und flüstert ihm das Misstrauen direkt ein, hey du, der kann das gar nicht. Pass auf. Ja? Es könnten Fehler passieren. Und das veranlasst ihn sofort zu agieren und die Sache wieder zurückzuholen. Ja? Misstrauen kann sehr leicht zu einer Überzeugung werden. Umso misstrauischer wir an Themen rangehen, umso öfters wir, wie das kleine Spiel vorhin zeigt, den Haken suchen oder eine Chance einfach nicht wahrnehmen. Bei dem 10-Euro-Spiel hatten sie alle die gleiche Chance. Jeder, der hier im Raum ist, hätte gleichzeitig reagieren können. Ja? So, wir tun es aber nicht, weil wir immer erst vorsichtig agieren. Immer erst suchen wir den Haken, wir suchen die Stelle, wo es denn knapsen könnte. Und genauso ist es in den Unternehmen. Viele Regeln, viele Themen werden nur gebaut,
weil uns einfach schlicht als Menschen erstmal misstraut wird. Deswegen lasse ich sehr oft diese Leute in meinen Zaun steigen und auch wieder raussteigen, um ihnen einfach nur zu zeigen, hier draußen ist die Freiheit und die Welt. Hier ist das Misstrauen versteckt. Ja? Und in diesem Misstrauen sind sie dann auch in der Regel selber gefangen. Deswegen kommen unsere Organisationen nicht vorwärts. Wir können noch so viel über modernes Arbeiten, über New Work und wie das ganze Zeug alles heißt sprechen. Am Ende des Tages haben wir ganz oft nicht die Menschen in den Unternehmen und Organisationen, die ihr Misstrauen besiegen und solche Dinge zulassen. Sie springen nicht über den Zaun. Sie bleiben immer schön in ihrem Bereich. Und ich möchte es noch an einem ganz kleinen Beispiel festmachen. Ich durfte vor kurzem 40 Vorstandsverträge mittelgroßer und großer Aktiengesellschaften in einem Forschungsprojekt mitanalysieren. In keinem einzigen dieser Vorstandsverträge oder Dienstverträge stand auch nur ein einziger Satz, dass dieser Mensch, der ein großes Unternehmen führt, auch tatsächlich irgendwas für uns andere Menschen tun sollte. Es stand kein einziger Satz drin, wie er das Unternehmen weiterzuentwickeln hat oder dass er besondere Ideen beiliefern sollte, sondern es stand unisono in allen 60 dieser Verträge: Besitzstandswahrung. Bonus gibt es schon, wenn es so bleibt, wie es ist. Okay? Dann kriegen die schon Bonus. Keiner kriegt den Bonus dafür, dass er Besonderes leistet oder das Unternehmen vorwärts bringt. Diese Leute bekommen ihre Jobs über Netzwerke. Die sichern sich einfach nur ab. Die sind nicht an diesen Stellen, damit sie für sie oder für uns irgendwas tun. Völliger Fehlglaube. Deswegen werden sich bestimmte Dinge nicht durchsetzen. Und sobald auch einer dieser Leute merkt, dass es an seinen Bonus geht, misstraut er ihnen. Er lässt sie nicht tun, was sie eigentlich tun wollten oder könnten. Auf keinen Fall. Ja, so, mir wurde schon gerade der Zeitzeiger gezeigt. Insoweit vielleicht noch ein kleiner abschließender Satz. Ich mache mit allen Menschen, die in meinen Unternehmen arbeiten oder in den Unternehmen, die ich betreue, mache ich einen persönlichen Entwicklungsplan. Und jeder nimmt seine Personalakte oder seine Personalunterlagen mit nach Hause, die verwalten sie selber. In meinen Unternehmen gibt es keine Personalabteilung oder gar eine Personalentwicklung. Das schaffe ich ab. Einen Controller gibt es natürlich auch nicht. Den brauche ich nicht. Ja? Weil ich habe Menschen, und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich diese Menschen alle kennenlernen durfte, die mit mir arbeiten, die eben selber ihre Finanzen, ihre Budgets, ihre Abteilungen, ihre Themen so kontrollieren, dass ein Controller schlicht ja, unnötig ist bei uns. Und ein Controller ist für mich auch das klassische Symbol der Misstrauenskultur. Sollten Sie also in einem Unternehmen arbeiten, das einen Controller besitzt, arbeiten Sie garantiert in einem Unternehmen, das eine Misstrauenskultur pflegt. So, ja, ich muss, denke ich, aufhören, die Uhr blinkt. Ich könnte noch endlos weitererzählen, aber wir haben ja noch eine Fragerunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war ein kleiner erster Einblick. Corner where the big boys play.